Seid gegrüßt, herzlich willkommen. Moin, moin, liebe Leute. Diesmal direkt von Beginn an dabei. MLS 22 Multiplayer. Moin. 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 Ja, da geht der 10.000 Liter pro Stunde durch. Ja. So, was brauchen wir jetzt noch? Produzieren wir eigentlich ganz viel Flüssigdünger. Dann können wir ganz viel Panteras kaufen und machen ganz viele Panteras auf 78 mit Dünger. Oh ja. Auf jeden Fall fährt sie schon schnell mit 25 km/h. Pantera. Ich bin gerade 78 mit normaler. Ja, macht doch nichts, macht doch. Achso, alleine. Normale Dünger. Erstmal alleine. Ach, mal warten, wer da werden. Noch dazukommt. Okay. 34, 30 Eingepferde sind schon fertig. Bedünken. Ich habe mir die ganzen Trecker rausgemacht, die bei uns in der Halle stehen. 25 fehlt ja auch noch. Na, da kann man ja ein bisschen düngen, ja. Das ist ja nur Striegeln da, missionstechnisch immer noch. Speedy. Ja, nicht so in der Mitte fahren, ne? Das haben Sie schon mal vorhin gehört. Ich wusste nicht, wo du hinfährst, deswegen bin ich gleich langsam gefahren. Ach so, die Geschichte. Ja. Boah, der wackelt wieder so, diese Trailer. Wo sind sie denn, die ganzen Düngerstreuer? Die sind da hinten in der Halle. Halle, in der Halle. Rolltor. Hinten links. Ja, yeah, da hinten irgendwo. Hier, wo die Tasche... Ach, ich wollte sagen, wo die Tasche noch beleuchtet, aber... Am besten gehst aber so in die Halle rein und guckst, welcher das voll ist, weil sie nicht alle voll. Hast du keinen, was du heute verkaufst hast, oder? Ja, ich hab ein paar Paletten noch ja. Die kleinen Hallen mit Rolltor. Da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 83 Stück. Aber nicht jeder ist voll. Du kannst hier ist Feld 1. Musst du nur gucken, welcher voll ist da oder wie oder... Das ist mit der Kettensäge jetzt. Hey, ja und? Sehe ich das? Wenn ganz hingehst an der Düngersteuer. 46%. Ja, da gibt es auch mit 100%. Ah, aber 10.000 Liter Dünger drin, na, das ist doch gut. Oh Gerd, was machst du denn von kleinen süßen Streifen? Aber wir haben keine eigenen Felder, die noch gedüngt werden oder gespritzt werden müssen, oder? Hab ich das gerade eben noch nicht gesehen. Also ich bin der Meinung, wir haben alles gestriegelt. Ja. Firefighter, wir spielen ja ohne Precision Farben, das ist egal. Ich mich ja mal hinterm Gerüche stecken hier. Hm. Hey, ich mein mal, bloß wegen dem tote Kapital, wo dann der Hallere drin rumsteht, deswegen die volle nehmen. Wir sind immer alle nur leer hingestellt, wa? Nee, ich krieg nicht dran hier. So. Wollen wir eigentlich die Striegelmissionen auch machen? Nee. Das haben wir vorher schon mal gesagt, das lohnt sich einfach nicht, weil du dafür gar kein Geld kriegst für die Aufwendung, solange du da brauchst. Das Einzige, warum es sich lohnen würde, wären die Prozente. Ja genau, das wäre ja gerade meine Frage, weil das sind nämlich die Felder, wo wir wenig Prozente haben bisher. Macht Sinn. Und da ihr Buchweizen vielleicht kaufen wolltet, weil ihr in der Mehlproduktion. Wenn du es machen willst, dann mach's. Aber es dauert halt auch eine Weile. Ja, wenn man es zum zweiten machen würde, dann geht's so schnell. Also ich bin heute schon genug gestriegelt gefahren. Du bist genug gestriegelt worden heute.
Bauch gestriegelt bekommen. Wie vielleicht vorher ist lang gefahren. Wir sind am Mittwoch den ganzen Abend gefahren. Ja, ganzen Mittwochabend. Ich bin neulich auch einen ganzen Abend Striegel gefahren. Nein, da bist du Dings gefahren, wie heißt das da? Sämaschine. Ja. Doch, mit dir, Speedy, das ist noch länger her. Das war letzten Samstag. Nee, noch länger her. Das war 2-3 Wochen her, glaube ich. Hey, das war ja letztes Jahr. Kann sein, ja. Da haben wir auch mal einen ganzen Abend gestriegelt. Was mit dem Sondervermögen? Der Vorteil von der Pantera gegenüber dem Striegel ist halt, dass man hier schön sieht, was, wo was gemacht ist. Ja, macht viel mehr Spaß. Union hat gesagt, aber Sondervermögen dürfen wir nicht mehr haben. Ja. Auch mal ein neues Wort dafür, das Sondervermögen. Achso, ihr habt das Sondervermögen zurückgezahlt, oder was? Hm. Nee, habt ihr nicht. Ja, ein bisschen doch. Ja, aber wir haben ja noch. Müssen wir erst noch was verkaufen. Aber da lang, egal. Umso mehr hat Gerd ja schon gedüngt. Noch ein bisschen schneller, glaube ich, zu spritzen, als zu striegeln. Hm. Ja, gut. Lebe das Unkraut. Ja, aber die fährt ja halt schneller als die Standard, oder? Ja, das kostet aber viel mehr Geld. Weiß ich gar nicht. Also die Standard fährt 25, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Standard fährt nur 12 oder 15. Nee. Nee. Im Matchmaker habe ich auch mal gespritzt. Die Haris, fährt ja auch 25. Genau wie die Rubicon. Genau, so genau. Ist für die Standardspritze. Die Hardy, wollte ich sagen. Hardy, genau. Nur ein bisschen schmäler. Ja, genau. Und sie schöner als die andere. Ich glaube 5 Meter oder was, was das ausmacht. Kommt einer dazu? Ja. Oh, ist das unser Speedy? Ich kann das doch nicht, das weißt du doch. Na doch, fährst du da. Ja, ich wollte noch gucken, was bei Dani, ob ich bei Dani Rasen mähen kann. Ah, okay. Ja, bei mir steht aber, dass sie nur 12 km/h fahren können. Nee, das ist eine falsche. Das Problem ist nur, wo warst du? Wo oder warst wo du nicht? Du? Unterspritzen. Einmal ein Schutz. Du hast einmal diese Bärtor, die fährt. Ja, aber ich muss ja dann irgendwelche. 25. Ich hab nur Hardy, habe ich hier, und die fährt 12. Nee, bei mir fahren alle 25. Dann ist immer so eine Bärtut, oder wie das ausgesprochen wird, die fährt auch nur 12. Dann bist du irgendwo anders. Du bist bei den Geräten, oder wie? Ja, bei Spritzen. Du musst bei den Fahrzeugen und dann pflanzen und da pflanzen. Da gibt es auch noch welche, oder? Du gleich hinter mir fährst, Speedy. Ja, ich muss jetzt mal gucken, ich sehe. Ich sehe ja nichts, das ist das Problem. Kann das sein, dass das Zellstoff voll ist? Wenn du gleich hinter mir fährst, kannst du siehst du, musst mal aussteigen, siehst du ja. Kann sein, dass wir es jetzt geschafft haben. Ach so, du meinst so. Also aber dann müsste eigentlich gleich wieder Platz sein, weil wir ja mit mal 30 spielen. Das könnte ja vielleicht funktionieren, ne? Hat ihr mit Enhanced oder wie? Ein Zellstoff ist voll mit Hackschnitzel, ja. Was, wie nennt sich das? VCA oder keine Ahnung, wie sich das Kram nennt? Aber man nicht rechnen hier. Die VCA. Enhanced Vehicle heißt das, was wir nutzen. Also mit Enhanced. So, VCA haben wir ausgeschnitten. So, jetzt muss ich ja eigentlich. Der dritte hin. Das heißt. So. Ich muss dann habe ich da eine Linie jetzt. Ja. Darüber. So, jetzt muss ich nur gucken, wo sie noch nicht waren. Dann musst du jetzt nach 3. Muss ich erst mal gucken, nach, rechnet sich das überhaupt, ne? Jetzt 46. Genau. So, Vulkanstück, jetzt stell dich mal genau hinter mir. Und dann kannst du dein Dingsbums da, deine Linien genau nach mir richten. Okay. Dann haben wir die nämlich alle gleich. Das wäre natürlich super. So. Weil das hat Gerd so erzählt. Und das hat so funktioniert, weißt du so. Jetzt schmeißt du deine Linien an. Okay. Und dann siehst du genau. So, warte mal, wie ging das nochmal? Rechte Steuerung 1, 2 und 3 nehmen wir. 1 brauchen wir gar nicht. So, jetzt habe ich Linien. Ich habe jetzt Linien. Gut. Es regnet, nicht dreschen.
Wird richtig. Wollte ich gerade losfahren. Eis? Oh Mann. Welches nimmst du? Ich fahre immer so eine wilde Ideen. Ich fahre dann mal hier so die Außenlinie einmal lang hier. Keiner möchte. Achso, ne, da wäre ich sonst okay. Aber dann, dann muss ich jetzt. Eine gute Portion. Hängt das Speedy an? Black Forest wollte dann nicht abwehren und so aufbewahren, schon mal für Mosterei. Achso, da die Seite. Oder soll ich das auch nochmal verkaufen? Erdbeersaft. Also wir müssen auf jeden Fall was aufbewahren. Ich will ja, wollen ja auch Marmeladenfabrik und so. Die Mosterei machen wir noch nicht, weil wir keine Karotten haben. Jetzt mit Rechtssteuer. Aber Marmeladenfabrik brauchen wir was. Bäckerei. Wird dann eigentlich verkaufe ich das erstmal nicht. Also ich hätte jetzt hier die gelbe hier. Ist die gut? Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das Rohr ist jetzt auch mit Milch reingekommen. Ja, das fahre ich jetzt ab. So, mir Separator die zweite Stufe auch einschalten. Haben wir so viel? Ich habe jetzt fast voll gefahren. Wird halt eben mehr Herbizid. Dann haben wir mehr Herbizid, ist ja auch nicht schlecht. Und auch mehr Abwasser. Da müssen wir nichts zukaufen. Ein Abwasser steht ja eh schon, ist ja nie ganz groß und wird auch nicht rausgehen. Wir brauchen ja mehr Abwasser wie. Außer man kauft sich noch so eine Abwasserstation, aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Was gehen würde, wir können an der BGH steht auch ein Separator. Und der nur mit gärischen Betrieben. Wenn man den zweiten kauft, ich weiß nicht, was man dann in Wartung, ob man die Wartung übrig haben oder. Nee, aber wir wollten doch mit Gerrest immer so eine. Da wollten wir nach der Ernte düngen. Mit. Oder ein Feld ausbringen. Also, ich denke, wenn wir einen auf beiden Stufen laufen lassen, das reicht doch, oder? Da produzieren wir schon gut Herbizid. Im Moment hin, wo die Gerrest auch übrig haben. Egal. Ich hatte mal geguckt, die KI hat leider keine Karotten angepflanzt. Magdeburg führt 3-0 zur Halbzeit. Bitte? Obwohl, das kennt ihr ja schon. Aber ich glaube nicht, dass Schalke so wie Kiel ist und noch drei Tore schießt. Die armen Schalker. Wenn man Schalke in Kiel gesehen hat, die hatten ja wenig, also die spielen ja echt schlecht. Also so einen schlechten Fußball habe ich noch nie gesehen, wie die gespielt haben. Also. Das ist so traurig, dieser Verein, die sind so groß und da sind kam so am ja Ende. Da kam kein Pass an, da klappt ja gar nichts. Ja, gar nichts, ne. Nicht gar nichts. Aber ich glaube, genau das ist ja auch das Problem bei diesen großen Vereinen, dass eben sie so groß sind und dann jeder mitreden will und am Ende nichts bei rauskommt. Einmal links. Für ganz schnell einmal rechts. Ja, vor allem, wollen sie den Ball raushauen, dann schlägt er da eine Kerze und schießt fast ein Eigentor. Mhm. Achso, du meinst hinten rechts wenden dann? Mhm. Ja. Aber mich wundert ja auch echt, dass die Fans dann noch so ruhig bleiben bei Schalke. Also, das sind doch normal auch so eine Krawallmenschen. Ja, die merken wohl nichts, sind Schalke-Fans. Also nicht mehr warten. Müssen sie doch wieder den Tönnies holen, der sie rettet. Ich glaube, also wenn die absteigen, dann sind sie wirklich. Dann müssen sie wahrscheinlich, dann kriegen sie bestimmt keine Lizenz mehr für die dritte Liga. Die kriegen sie nicht. Die haben so ist ja einmal gelernt. Ganz weit rum, Speedy, oder? Ja, würde ich sagen. Beim Überlegen. So. Und dann hast du es einfach mal umdrehen. Echt so nochmal. Weil sonst hast du nachher so Stellen, die da nicht so getroffen worden sind. Und jetzt die nächste. Aber das muss man sich dann auch mal vorstellen. Und dann ist da so Regionalliga und dann sind das so 60.000 Zuschauer. Ja, ich glaube, dann kommen auch keine 60.000 Zuschauer mehr. Oh, doch, glaube ich schon.
Gar nicht regelmäßig, aber ab und an denke ich schon. Das ist Schalke, die sind richtig groß. Du bist ja da ist auch in der zweiten Liga noch nie nicht ausverkauft gewesen, also von dem her. Ja, wir schalten nur Spieltag, so wenn du außerhalb vom Spieltag in Schalke oben bist, Schalke tot. Wir waren mal im Ausflug oben, da war außerhalb vom Spieltag, das Stadt Schalke ist tot. Wenn kein Spieltag ist. Du meinst Gelsenkirchen oder was? Gelsenkirchen, ja, das ist. Die Stadt ist, lebt, wo mir da. Ist noch irgendwie so eine Skisprungschanze da in Gelsenkirchen? Ja, gut, das ist halt. Ehemalige Berg oder Grubenarbeiterstation. Ja, aber ja, sonst, wo wir da wirklich da reingelaufen in eine Kneipe, der hat sich gefreut, damit an dem Tag noch was los war. Okay. Aber es war auch nur eine, wo wir gefunden haben und das Rest war zu. Aber es ist ja schon eine Großstadt, also ich meine, kennst ja, du wahrscheinlich Feuer und Flamme, die ersten beiden Staffeln so, die waren ja dort, das ist ja schon eine große Stadt, wenn man das so sieht, denkt man. Ja, aber sonst, wenn du in außerhalb von Spieltag guckst, die Stadt ist rot. Okay. Na fett, man sieht auch nicht viel, wa? Den Fels ist nicht viel, nee. Und so hoch gewachsen haben wir den Unkraut so lange nicht bekämpft. Wächst denn hier irgendwie Getreide, ne? Roggen, glaube ich. Oh. Wir hätten hier das Flüssigkeitenfass einfach stehen lassen. Oder Glasfabrik. Ich. Ist das das, was Methan laden Methan. Soll? Da war Methan drin, ja. Und das ist nicht leer geworden. Dann verkauf doch den Rest. Ich bin jetzt halt gerade an der. Oder Holzkohlefabrik. Oder das ja, stimmt. Okay, gut. Ich habe jetzt gerade Muscheln mitgenommen vom Fischer. Jemand zufällig mal den Überladewagen voll mit Dünger nach 78 fahren? Man kann aus Feldern Wiesen machen, ja. Ah, noch ein Streifen. Dazu kannst du ja auch so. Kannst aber ansehen, irgendwas. Ach, was auch immer. Man kann auch aus Wald eine Wiese machen, muss man nur erst im Wald bellen. Oh, ihr habt schon 26% von eurer Striegelmission. Oh, jetzt kommt der an zu rubbeln. Ich bin alleine. Nicht so lustig. Oh. Du wolltest es unbedingt. Bevor ich gar nichts zu tun habe. Na gut, haben wir noch Mai 2. Oh, ein bisschen Zeit. Die anderen Striegelmissionen sind auch nicht mehr da. Na, Fado, das ist echt so. Und ich wollte gerade Baumfrei. Aus der Striegelmission sind schon Düngermissionen geworden. Ja, Fado, genau das ist, ich sag ja, das ist das Problem bei diesen großen Traditionsvereinen, habe ich an Stuttgart auch oft erlebt, so, dass einfach viel zu viele Leute in so einem Verein mitreden wollen, die alle keine Ahnung von Fußball haben. Ja, Stuttgart ist noch nicht lange her, da waren sie zweite Liga, ne? Das war doch gar nicht so lange her. Ja, wir waren ja innerhalb von 3 Jahren zweimal abgestiegen. Oder 4 Jahren. Ja. Und da ist halt immer das Risiko, das ziehst du ja überall in Nürnberg, in Hannover, in Berlin, wenn's in Hamburg, wenn es dumm läuft, kommst du halt nicht mehr hoch. Ja. Und irgendwann, oder jetzt gerade in Schalke ist es das allerbeste Beispiel, oder Kaiserslautern, und dann irgendwann landen sie halt in der Versenkung jetzt. Ja, das haben wir mit 1860 München gesehen. Bundesliga, ja, genau, die sind ja dann durchgereicht. Ja, ja, dann mussten auch in die Regionalliga. Aachen ist noch tiefer runtergefallen. Ja. Wobei, die sind jetzt, glaube ich, tatsächlich Erster mal wieder in der Regionalliga.
Hab ich gesehen. Was denn? Mhm. Da kommen auch in der Regionalliga jede Woche mindestens 10.000 Leute. Das war schon viel. Ja, für Kieler Verhältnisse ist das viel. Immer auf das Wetter geachtet, es regnet. Das dauert gleich aufhören und fängt gleich wieder an. Ja. Das ist wieder echte Maiwetter. Aber ist Kiel mal nicht ausverkauft eigentlich? Also seit 2 oder 3 Jahren ist eigentlich fast jedes Spiel ausverkauft. Gut, bei 15.000 Zuschauern sollte man das auch erwarten. Ja, wir sind ja nun mal nicht so eine dicht besiedelte Region hier oben. Ne? Du musst ja schon ein bisschen die Einwohnerzahl, wo hier Hektar Land, nur nach dem Motto hier sehen. Und die ist ja nur bei uns relativ gering. Und ich meine, wird das Stadion 20 oder 25.000 Zuschauer haben, wäre es glaube ich auch noch ausverkauft. Klar, wenn die halt begeistern können. Siehst du ja mal Vorverkauf von den Karten. Dann wird es auch verkauft. So schnell. Kriegen wir nur teilweise keine Dauerkarte oder keine Mitgliedschaft mehr hast, kriegst du ja teilweise gar keine Karten, wo die alle schon weg sind vorher. Boah. Boah, 78 wurde aber ein Strich vergessen zu düngen. Ja, das ist ja, weil man am Teich ein bisschen uneben gefahren ist. Aber es ist minimal. Müssen wir mal gucken, ob das noch unser eigenes Feld. Einer, der nichts hat, der kann dann mit dem Eimer hier lang laufen und das machen, den einstreifen. Genau. Tausende Liter bei dem Feld. Mit dem Düngerstreuer um den Bauch. Die Düngerwanne. Wir haben mir eben ein bisschen zu viel Sorghum angepflanzt. Dann ist ja gut. Dann geht's ja. Können wir uns auf einmal verschwenderisch leben. Ich wollte mal so reden. Gehst du hin, vor ganz eine andere Seite beginnen? Ja, ja, hab ich gedacht. Halt was. Oder? Okay. Übrig. Ja, ist gut. Ja, dann kaufen wir auch gleich diese. Meine gelben Linien hier suchen. Diese wird nicht gekauft. Quatsch. Nee. Nee, wir kaufen keine Diesel. Die Felder werden auch ordentlich gedüngt. Ich sag ja, ich wollte mal so reden wie du, deswegen habe ich das ja gesagt. Aber kommt noch jemand mit Überladewagen mit Dünger nach 78? Würde Sinn machen hier, ne? Zweite Mal die Frage. Ja. Ich nicht, ich bin gerade noch am Spritzen. Ich du hast zweimal drei Antworten gekriegt. Keine Antwort. Keiner hat was gesagt. Dann hat er nicht einmal keine Antwort bekommen. Ich habe noch 26%, deswegen. Ich bin am Striegeln. Ich kann gleich fahren. Das ist ich fahre gerade Diesel. Diesel? Nimmst du von der Tankstelle oder was? Nee, von der Raffinerie. Ja, wir spulen ja mit 30, da ist wieder was zusammengekommen. Achso, da ist schon wieder was drin, okay. Ja. Öl hätten wir auch noch was zum Raffinerie fahren. Hab ich schon gerade in den Laden gefahren. Ja, was dachte ich, wir müssen wahrscheinlich doch noch Weizen einkaufen für die Hühner. Und du sagtest zwar, wir haben den Einkauf, aber den Einkauf haben wir Mittwoch noch nicht und dann sind wir von der Zeit ja schon drüber. Sind die Ställe ja leer gelaufen. Achso, ja gut, das kann natürlich sein. Und zum Null kann man ja irgendwie, keine Ahnung, 1000 Liter oder 2000 Liter über einen Shop kaufen. Noch. Ja, das ist jetzt ein bisschen wenig, ne? Aber klar, eine kleine Ladung, so dass sich das ein bisschen lohnt. 10.000 Liter oder was für jeden Laden da. Nur, dass sie den Tag länger haben. Oh, weil dann ist ja auch bald wieder Dreschzeit und dann können wir auch nicht mehr so spulen. Wie jetzt im Mai. So, da ist ein Auto. Oder muss halt einen Umzug hier empfehlen, würde das ja früher machen. Ich meine, es ist ja soweit, das funktioniert ja soweit. Hm? Oder? Was da? Ja. Wer hat jetzt jemand den Überladewagen oder soll ich's machen? Dann mach du das mal, Minikeule, weil ich glaube, es hat sich noch keiner gemeldet. Ja, ich bin... Okay. Aber... Zügig, gell, das war ich leer, wa? Konnte nicht auf der Strecke einfach stehen lassen. Nee, ist ja blöd, wenn du dann jedes Mal wegfahren sollst zum Auftanken. Ja, mal so ein großes Feld macht Überladung auf jeden Fall Sinn.
Ja. So. Da ist Kalk drin. Ja, das musst du wohl von der. Von der Fertig- Nein, ich such den Überladewagen, wo die Dinger drin ist. Da wird ja kein Dünger drin sein. Wir wollten auch nochmal den anderen Überladewagen mit drauf nehmen, ne? Den mit den zwei Kammern. Den Anaburger. Mhm. Ja, aber hier ist ein. Haben wir bloß einen Überladewagen? Ja. Der andere geht aber auch. Ach nee, da ging nur Saat rein, ne? Genau. Okay, also in dem ist kalt drin, da muss ich dann wärmer haben. Okay. Ja, wenn ich das weiß, passt es ja. Wird schon wieder dunkel. Oha. Schon wieder dunkel. Wie Regen. Natürlich. Mach doch mal Licht an, Kjetter. Da ist alles dunkel bei dir. Kannst du mehr sehen? Er will doch Dinger und nicht sehen. Ich hab Licht an. Volle Pulle. Ich auch. Ah oh, ja. Dann ich auch. Nächste Stunde. Mhm. Kalkstreuer. Da geht doch nur Kalk und Mist rein, ne? Gott, nein, aber zum Glück habe ich es im Hof noch Ist das im Mai um 20 Uhr schon dunkel ist? Das ist das Wetter. Also hier ist es ja schön bewölkt. Bis auf die zwei Luftballons, die man dann vielleicht noch sieht, aber hier hinten ist ja tief schwarz hier. Die sehen ja gar nichts, dann macht es ja gar keinen Spaß, die Fahrt. Boah, ich hätte jetzt gerade auch gern den LKW mit dem riesigen Lichtkegel. Mhm. So, und ich steht jetzt gern wissen, wo der Überladewagen ist. Auf dem Grundstück. Steht der draußen irgendwo? Da in der Ecke, in der Halle? In der Halle, der wird irgendwo in der Halle. Ja, da, ich meine, ich hätte ihn irgendwo gesehen, in der Halle. In der Halle? Ja. Wo soll er denn sonst stehen? Und von den Großen, glaubt da, wo auch die, da nicht auch die diese Ladewagen oder sowas. Wo bist du? Da, wo jetzt mein Traktor ist. Ja, dann komm. Siehst du mich? Ach, ja, jetzt sehe ich dich, okay. Die nächste Reihe, okay. Und hier der habe ich, hier steht er. Okay. Und? 800 Ja, da haben Mineraldünger drin, bisschen. Stell dir vor, du kannst auch noch zwei Touren Flüssigdünger verkaufen, ne? Ja. Jetzt fahre ich erstmal Wiesen. Gerd reagiert fast genauso schnell wie Speedy. Bei Multistream hab ich schon reingestellt, aber hier auf dein eigener. Und auf dem Multistream kann ich nicht die Punkte einsammeln. Oh, guck mal, Vulkanschnecke ist so weit weg, die sieht man gar nicht mehr. Ja, hinterm Horizont. Jetzt weiter. Im Dunkel. Ja, im Dunkeln ist halt die Sichtweise auch begrenzt. Obwohl, ich habe volle Beleuchtung an, aber ich glaube, das sieht man auf die Distanz Gerd, nicht. Gerd ist ja auch knapp versetzt hinter mir, aber er hat ja auch kein Licht. Licht sieht man meistens noch später als Fahrzeuge. Hab ich Licht an. Ja, das nicht. Licht scheint nicht so weit anscheinend. Nö, das Licht von der die RKW hier. Ja. Von der Spiele nicht. Nur Black Forest, du meinst, es gibt kein LS25 wegen hier Modding. Contest angekündigt. Wissen wir nicht, ich vermute ja, genau. Das, weil da stand gestern auf Steam, da haben sie Werbung gemacht,
für irgendwelche neuen Tutorials für Anfänger für Modding. Ja, das habe ich per E-Mail geschickt gekriegt. Stand auch von wegen, wenn man das einreicht, da kriegt man irgendwie Geld dafür anscheinend, wenn man es beim Mod Hub. Ja, das wird vergütet, du kriegst ja da auch Prozent. Nicht Mod Hub, Mod Hostort, ja. Wie heißt also das Ingame Mod? Ja, genau, kriegst du genauso wie sonst auch, kriegst du ja auch minimal was. Wenn sie da jetzt nochmal so Werbung für machen, vermute ich, dass sie da nochmal einen Mod Contest machen wollen. Und wenn ein Mod-Contest kommt, dann kommt auf jeden Fall kein neuer LS. Das hatte der Lars damals im Interview mit Burning Gamers auf der Farmcon gesagt. Mhm. Aber dann müsste es denn für den dann folgenden Teil schon echt einen Riesenschritt geben, irgendwie in eine neue Richtung oder verbesserte Richtung. Da muss einiges neu kommen. Auf der Farmcon haben sie aber auch gesagt, wenn es kein LS25 dieses gibt, dann sollte eigentlich dann nochmal ein Season Pass 3 rauskommen und der ist ja auch noch nicht gekommen. Da ist auch noch nichts, was man hört. Ja, ja. Jetzt hat vielleicht erst Mutter lassen. Aber es stimmt schon, sonst haben sie immer Werbung dann schon gemacht für Season Pass 3. Jetzt haben wir bald März und da ist immer noch nichts zu hören, ne? Manchmal fragt man sich ja echt, ob an dem Gerücht was dran ist, dass die finanzielle Schwierigkeiten haben. Aber dann würden sie wahrscheinlich erst recht ein DLC rausbringen. Auch wenn es nur ein halbgares ist, um Einnahmen zu generieren. So, jetzt brauchen wir erstmal die Überladewagen. In deinem Shop? Bin gerade am Fühlen. Ja, ist langsam Dünger alle, Gerd? Ich habe noch 491 Liter über. Oh, ja, sparen wir uns los. Das geht richtig schnell über die jetzt. Ich will mir nicht vorstellen, dass die dieses Jahr noch einen neuen Teil rausbringen, wenn es Ende Februar noch gar nichts angekündigt ist. Ich glaube es auch nicht. Ja, kein Plan. Man muss die Leute dann auch irgendwie ein bisschen heiß machen drauf. Ja. Wie gesagt, die Vorfreude ist die schönste Freude. Aber du mordest ja nur für dich. Ja. Das ist ja der Unterschied. Deswegen, diesmal habe ich sogar die Sachen ausnahmsweise vor denjenigen dann, ne? Aber auch nur, weil das in bestehende Produktion eingebaut ist. Ja, ich würde gerade sagen, so eine Altpapierstation oder so eine Recyclingstation ist ja jetzt nichts Teures, wo man viel dafür braucht. Nee, ich meinte ja auch eher diese neuen Produktionszweige wie Isolierung und Glasscheiben, ne? Ja, okay. Auch ein bisschen Flachs und Hanf ist auch nicht so schwierig noch zu haben. Nee, ich dachte auch, ich habe ja noch genug auf Lager und irgendwie macht das Sinn. Es gibt ja tatsächlich diese Dämmstoffe von diesen beiden Rohstoffen und ja, warum nicht auch mal? No. Wenn man sowieso schon gerade diese Produktion am Wickel hat. Hat zwar da nicht mehr viel mit Zellstoff zu tun, aber gut. Wieso nicht? So ist doch Zellen. Den Mod mit erweiterten Leuchtweite. Ja, was soll man machen? Nutzt doch den Mod mit der erweiterten Lichtleuchtweite, dann sieht man mehr im Dunkeln. Also man sieht selber mehr, das wäre noch von anderen besser früher gesehen. Wenn ich da hinkomme, dann kann ich schon nicht Tag erfahren. Ne? So, ich glaube, ich bin fertig mit Spritzen, ne? Ja, aber wir fahren ja auch drauf rum. Ja, weil es erste Wachstumsphase ist, mach schon nichts kaputt. Okay. Ich frag lieber vorher. Ist auch richtig. Flüssigkeit, also mehr zum Spritzen gibt's nicht, ne? Nö. Nicht bei Linie 17. Ich hab den Düngersteuer schnappen. Düngersteuer? Düngermissionen, drei Stück. Wie sind doch, sind doch Düngersteuer übrig? Oh, da stehen noch vier. Was machen denn die alle? Da waren noch ein paar da, ja. Wohin zumindest? Nur drei auf dem Feld. Da muss ich eher Flüssigdünger nehmen hier, mit der Spitze. Wieder schneller. Ja, da schaffst du aber weniger mit. Wieso? Ja. Was mit dem Düngerstreuer fährst du jetzt 42 Meter. Ja, aber wie schnell? 18 Stundenkilometer. Ja, guck mal, ich fahr 25. Ja, das glaube ich mit der Spritze schneller. Ja, ja. Außer dass du nahe, wo du musst häufiger nachfüllen. Mit größeren. Ja, das ist wahrscheinlich gut. Einer übersetzen. Und dann hast du wahrscheinlich den Geschwindigkeitsvorteil wieder. Hast du dann wieder verloren.
Und eine Halldünger ist eigentlich günstiger wie Flüssigdünger. Na, geht, ne? Bei den Flüssigdünger, ja, geht sein. Eigentlich. Finde ich, den Flüssigdünger wird ja nur noch mit Wasser gepanscht. Der normale Dünger wird ja nur noch mit Wasser gepanscht. Ja, trotzdem. Also kriegst du doch eigentlich nur aus. Verkauf. Nach einem Verkauf kriegst du mehr, ja. Ja, das stimmt. Zu viel oder? Ja, das passt genau. Ja. Perfekt. Ja, ne, ich habe die falschen Linien, ich habe die roten Linien und nicht die du hattest, da die festen. Gelbe. Ich habe jetzt gelbe und jetzt bin ich auf Linie 17. Ja, also wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. 9. Ja, ne? Denke ich auch. Wenn das unser Chef mal wertschätzen würde, was wir hier so an Leistung bringen. Zu dritt seid ihr am Düben. Ja, auf Feld 78. Blackfoss, hattest du die Wartung noch alles wieder zurückgestellt? Wir wählen immer den Teamchef des Abends oder so. Gut, dass du es sagst. Nee, weil die Bohrinsel. Spieler des Abends oder wie? Teamchef des Abends, so dem Motto. Das ist wie in diesen komischen Trash-TV-Serien. Man of the Match. Wenn immer jemand das Sagen hat. Da musst du doch auch alle dafür sorgen, dass alle Arbeit haben. Ja, genau. Theoretisch würde es echt Sinn machen, dass wir nochmal die dritte Werkstatt kaufen. Steht hier schon eine dritte auf der Karte oder müssen wir da noch eine platzieren? Müssen wir platzieren. Ich meine, umso mehr Produktion wir jetzt ja nachher noch haben, umso mehr Wartung brauchen wir nachher auch wieder, ne? Ja. Dann lass ich nochmal ein paar Bretter hier stehen beim Sägewerk dann. Die sind ja eh, wenn die Produktion, wenn man sie kauft, sind sie ja leer. Mit Wartung. Das ist halt das Problem hier ein bisschen. Ah, Minikeule! Dann nehmen wir hier die beiden Bäume schnell weg und dann haben die Werkstätte hier hin. Der hat geschoben. Wo? Wir nehmen die anderen beiden Werkstätten. Ah, ist da noch Platz? Okay, gut. Ja, ich muss nur die beiden Bäume wegfräsen. Ne? Ja, stimmt, macht ja Sinn, wenn die beisammen stehen. Wobei hast du halt mehr Verteilkosten, wie wenn man die so über die ganze Karte verteilt. Na gut, ja. Wo würdest du die denn platzieren? Das ist zumindest mit dem Diesel zu fahren, macht Sinn. Ja, theoretisch müsste das auch gehen, wenn ich den Baum absäge und dann könnte ich ihn doch gleich ins Säge wegschmeißen, oder? Ja. Guckt mal jemand ohne Licht entgegen oder was? Das Licht, ich nochmal mit der Fräse hin danach. Ah, jetzt kommt's. Okay. Den Stumpen kannst du auch ja auch mit der Säge kaputt machen. Leider. Willst du gleich hoch? Nein. Du musst ja kurz zu sehen. Wir haben den Holzballermod nicht drauf. Ja, und mitten in der Nacht. Du musst noch ein paar Mal auf dem Stumpen rumsägen, dann geht's. Da muss schon ziemlich klein werden, die Stücke. Ich hab jetzt 40% Dünger noch. Ja, ist schon geil. Ich. Warte dir, wenn ich dich finde. Ja, auf der Übersichtskarte sieht man es vielleicht. So, dann haben wir eigentlich ich sehe auch was. Alle unsere eigenen Felder fertig gedüngt, außer Feld 1. So, stimmt. Und bei der 25 fehlt da auch noch das eine auf. Stück, oder? 25 wäre noch halb. Wo sind jetzt schon wieder 25? Da, wo der Schafstall steht, bei der Brauerei da. Minikeule, ich danke dir. Ich habe jetzt noch. Ach, das kleine Feld. Oh ja, da brauche ich noch Kalk und stellen vorne hin, ne? Mhm. Ja, die kannst du wieder mitnehmen. Also das Feld ist ja hier, kriegen wir ja lässig fertig. Ach so. Echt? Sind wir schon so weit? Müssen wir in den Überblick gucken dann? Ja. Sind wir ja richtig schnell. Naja, ein bisschen Profi hier, ne? Ja. Ihr habt also nichts mehr hier zu düngen, wo er noch Dünger braucht. Ja, was müssen wir noch düngen? Dritte Mission sind ja 54, 50, 68, 71, das sind ja noch. Die sind aber alle unten, ne? Okay. Feld 71 ist doch auf der Insel und 68 auch, oder?
Ja, aber auf dann der anderen Insel. Pascal, steht andere die Werkstatt jetzt schon? Hm. 50 ist ja oben rechts noch. Wir fahren zu 50. Was sagst du da links da? Steht die neue Werkstatt schon? Ne, ich bin jetzt gerade erst wieder beim Sägewerk angekommen. Weil da fahre ich jetzt gleich noch bis der Diesel hin. Ja, ich kann schon mal herkommen. Ich stelle die jetzt. Bin ich gleich da. Kurve nicht genommen, dann bin ich im Silo gelandet. Mhm. Achso, Vulkanschnecke, eigentlich brauchst du gar nicht mehr. Sind wir fertig mit der Bahn hier? Ja, nee, eine ist noch für mich, aber die bin ich oben. Ich komme dann wieder runter, dann kannst du unten aufhören. Ja, ja, okay. Gerd, gut. Fährt ja auch, Gerd fährt auch die letzte runter jetzt. Der 78 schon wieder geschafft. Da waren wir aber echt schnell jetzt, finde ich. Naja, bei der Reichweite. Die anderen machen immer schon langsam, ja. Mhm. Die fahren langsamer, damit da mehr Dünger drauf ist. Die müssen mal das Gaspedal festschrauben. Müssen ist das ganze Geld drin. Man hat gesagt, man darf kein Sondervermögen mehr haben. Du hast zu viel bezahlt für die Werkstatt, Pascal. Wir sind nicht nur fast, wir sind schuldenfrei. Nee, wir fahren schuldenfrei für die Werkstatt. Auch noch Geld für die Werkstatt. Gar nicht. Oh. Er hat die gleiche in XXL-Ausführung gekauft, ne? Oh. Die Geschichte. Ich dachte, Fett wollte doch auch nochmal so eine Werkstatt bauen, die gespiegelt ist. Weil sie zwei doch hintereinander, wie er doch im Single platziert hat. Ja, das geht doch gut so. Wie bei mir im Single. Ja, da hast du doch zwei hintereinander gestellt und hast doch mal gesagt, das könntest du nochmal so modden. Ja, hey, was macht das denn hier? Ja. Den Gerät man noch gehabt, sehe ich. Was ist jetzt hier die neue? Die hier? Die letzte, die ganz rechte. Oh, ja, da ist ein Baum rum. Ja, halt weg vor, ist nicht wo du die erste hier, ne? Oh, du hast gesagt die rechte, das ist ja, rechts. Ich wusste von wo du kommst. Ich war im Baummenü und deswegen war es von mir aus die rechte. Und links. Harmonie. Hier, wo ich jetzt stehe. Harmonie. Jetzt sehe ich gerade, wo ich mir Weißen gekauft habe, nur 27.000 Liter Ding. Oh. Wie war das jetzt? Wie kriegt man die Linien wieder weg? String, was? Steuerung 3. Ja. Der Forest ist alles klar. Der richtigen Werkstatt. Ich gebe allen Werkstätten ein bisschen Diesel. Ja, okay. So, ja, haben wir noch was an eigenen Feldern, was wir düngen wollen? Ich muss hier gleich nochmal malen, aber das ist eigentlich noch zu dunkel. Das siehst du über das Bäume nicht. Weiß ich nicht, muss mal gucken. Ich glaube nicht, ne? Kann das sein, dass mir meine Mission hängen geblieben ist? Ja, warte mal, ich muss noch auf Verteilungsstellen. Arbeitest du nicht mehr, oder wie? Mhm, so. Doch. Aber ich hab das Feld was fertig. Muss ich auch noch mal Bargeld holen, ne? 50%. Ja. Kriegst du nicht mehr? Doch. Und die anderen dann noch. Beziehungsweise ich bin Striegel, ja. So, du Striegel. Ja, gut, dann geht's jetzt mal an die Mission. Aber ich bin gleich fertig mit Striegeln hier. Ja. Bretter auch, Pascal. Ja, hab ich gerade reingefahren. Oh. Okay. So eine tolle Mission und auch noch umsonst, oder was? Das hat und dann wirst du mal sehen, wie auf anderen Feld gelandet. Sich noch aufhängen. Nein. Das hat man mit Robban doch schon mal. Soll ich dann aufhören mit Striegeln, oder? Wenn es nicht zählt, muss ich wohl. Ja. Dann kann ich zum Hof fahren und ihr könnt es abbrechen. Welches Feld warst du denn? 64. Einzige ist Trägermission, oder? Ja. Wie viel Geld gibt das? Schreib's uns gut, das Geld einfach. 8000 oder so. Gut, wir haben halt dann jetzt nicht diesen Bonus, ne? Hat's jetzt gar nichts gebracht.
Nee, leider nicht. Es ging hier um den Bonus, genau. Wenn ich es recht weiß. Wenn man abhaut. Für links und wieder nichts. Kann sein, du brichst ab, dann kommst du vielleicht wieder rein, oder? Ja, willst du ja nicht nochmal machen. Ja, rutscht dir nicht. Ich würde das einfach mal so drehen lassen und mal gucken, was beim nächsten Mal angezeigt wird, wenn wir wieder starten. Ja, vielleicht springt sie dann auf 100 über, wenn du fertig warst oder so. Ja, nee, fast fertig bei euch. Ja, dann wird sie vielleicht auf 80 oder 90 oder was auch immer springen. Ja. Stört jetzt ja nicht, wenn sie oben drin ist für heute. Da schnapp ich mir halt einen Düngerstreuer. Jo, und ich mach Feierabend für die Folge, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.